Willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Und ich habe endlich mal rausgefunden, wenn man immer in diesem Startmenü ist, wo man auch fortsetzen kann. Da sieht man, glaube ich, meinen Vater Pythagoras in Atlantis. Ja, wir machen jetzt hier die Anwärterin zu Ende. Ich finde das so irgendwie so cool, dass hier alles so lila geschmückt ist. Hä, ist das jetzt doch hier oder was? Hey! Ich muss mit ihm sprechen. Ja. Es war noch irgendwas anderes, aber der Pankration-Organisator. So, ich gehe jetzt direkt einfach hier lang. Natürlich direkt hier über die Steine, sehr umständlich. Ah, das ist das Stadion. Ich komme wegen des Pankrations. Das muss ein Scherz sein. Uns fehlt nur noch ein Kämpfer, und zwar Testikles. Ihm geht es nicht gut. Er leidet unter dem Wasser. Wetter! Ich werde seinen Platz einnehmen. Schon gut, schon gut. Spar dir das für den Kampf. Das kam noch nie vor. Doch die Menge würde toben, wenn das Pankration abgesagt wird. Nun gut. Die Wettkämpfe beginnen in Kürze. Also los. Nein, oder? Ich muss jetzt nicht bei Olympia kämpfen. Ich habe Angst. Willkommen! Mit Freude darf ich euch Kallias vorstellen! Ein ehemaliger Sieger in diesem Stadion! Und ah, guck mal, da ist dieser Fan. Geschätzter Kampfrichter hier in Olympia! Es ist mir eine Ehre, dieses Ereignis anzukündigen. Verschwenden wir keine Zeit. Das Pankration! Ich halte keine lange Rede, denn wir wollen alle einen Kampf sehen. Bei Zeus, lasst den Wettkampf beginnen! Oh krass, ich muss in Unterwäsche kämpfen. Oh, fuck. Ich zerquetsch dich wie einen Käfer! Oh, scheiße, ich kann meine ganzen geilen Fähigkeiten nicht machen. Auf einmal wirst du ganz kleinlaut, was? Bitte! Bitte bei den Göttern, hör auf! Okay, das war aber so gewollt. War das schon alles? Das war gerade erst der Anfang. Was? Nun, da unsere Herausforderin aufgewärmt ist, wollen wir mal sehen, wie sie sich gegen Erastos schlägt. Oh, fuck. Ich glaube, das war diese Hauptdisziplin damals, Ringen. Da haben die sich auch eigentlich so mit Öl eingerieben. Und dann nachher den Sand abquetschen zu können. Okay, jetzt der nächste. Boah, wie der übertreibt, wie der da so hochspringt. Der Typ, mit dem ich mal Sex hatte. Und der hat dieselben Armschienen wie ich. Von außen. Nicht fertig. Nicht fertig? Was sind das für Fliegen? Meint ihr nicht auch? Oh, ich dachte gerade, die sind in meinem Zimmer. In meinem Bildschirm. Aber die waren dafür irgendwie zu groß. Die mächtige Cassandra gegen den amtierenden Meister. Dorius! Ich denke mir auch gerade so, nein! Oh, fuck. Oh, da werden jetzt sogar... Erstaunlich! Bald könnte ich der Gefährte einer Olympiasiegerin sein! Hä, oh, müsste ich jetzt nicht noch kämpfen, oder ist das erst später? Ich es bin. Obwohl, wenn Sokrates ein bisschen gewillter wäre,
Alcibiades, geht es dir gut? Ich war aus mit Demophanes und Kallias, den bekannten olympischen Kampfrichtern. Zu viel billiger Wein? Hast du aus Medeas Becher getrunken? Medeas Becher? Glaubst du, er wurde vergiftet? Du hast gefeiert? Wir sind in Olympia. Was soll ich sonst tun? Wir waren im Leonideum. Wenn du vergiftet wurdest, muss ich den Kampfrichter finden. Vergiftet? Meinst du, das wurden sie auch, oder? Nein, niemals. Es sind gute Männer. Du glaubst doch wohl nicht, dass einer von ihnen... Sie veranstalten bei allen Spielen ein Fest, um die heilige Waffenruhe zu feiern. Bleib bei ihm. Ich gehe der Sache auf den Grund. Reiche mir den Olivenzweig und ich nehme den ganzen Wald. Fuck. Ja, okay, dann verfolge ich den jetzt halt gleich. Ja, Eile mit Weile machen wir gleich. Wir machen jetzt erstmal den Typen hier. Und dann haben wir hier 1 Milliarde Nebenquests. Los, mach das. Oh fuck, jetzt hat das nicht funktioniert. Jetzt hau einfach ab, hau ab. Tod bestätigen. Es hat sich gut angefühlt, dich niederzustrecken. Sehr gut. Jetzt haben wir den. Jetzt können wir im Inventar erstmal diese Stiefelchen. Wow, wow, ich muss sowas von zu einem Schmied. Okay, ist noch kein besserer. Da ist es gefühlt dasselbe, okay. Habe ich hier was Besseres? Hä, was habe ich gestern gemacht? Warum habe ich hier nicht mehr die besseren Sachen ausgewählt? Okay. Nee, Helm ist schlechter. Gürtel ist schlechter, okay. Dann geht's jetzt zum Schmied. Ach, hier bin ich jetzt. Oh, fuck, fuck. Wo ist denn hier? Ja, da kann ich eh später hin. Ich brauche jetzt einen Schmied. Wieso habe ich hier keinen Schmied? Wieso habe ich hier keinen Schmied? Jetzt einfach dahin, wo ein Schmied ist. Geh dahin, weil da bin ich in der Nähe vom Schiff. Dann kann ich ja gleich vom Schmied gleich wieder zurückgehen. Und dann mache ich da in Olympia erstmal jede Menge Nebenquests. Und ich müsste da eigentlich auch sehr viele Orte erstmal machen. Okay, ich bin aber eigentlich ziemlich froh gerade, dass ich diesen Olympiakampf geschafft habe. Kann ich dir helfen? Gut, perfekt. Verkaufen. Ich versuche jetzt hier erstmal viel zu zerlegen.
Weil ich das wahrscheinlich auch später für mein Schiff wieder brauche. Ah, sorry, das dauert ein bisschen. Boah, ich habe schon 121.000 Euro, also langsam habe ich auch echt genug Geld für alles, denke ich. Mich bald wieder. Ja, mache ich, aber jetzt erstmal nicht. Jetzt suchen wir uns erstmal Quests aus. Da habe ich ja ganz viele neue. Ja, das sind alles die Hauptquests. Ich will jetzt aber hier diese Nebendinger machen. Ja, auf den Wolf kein Bock. Machen wir doch das einfach. Ja, dafür müssen wir hierhin zurück. Ja, hier kann ich eh hinreisen, dann bin ich doch perfekt da. Dann aber zum Beispiel diese eine Festung noch machen. Ja, super. Also, wie gesagt, bald bin ich weg. Ich habe noch mit heute 5 Nächte. Aber ich werde nicht jeden Tag zocken, also... Ah, keine Ahnung, ich genieße es gerade. Weiß auch nicht, warum ich euch das erzähle. Wo muss ich jetzt hin? Hiernach muss Phidias gesucht haben. Okay. Interagiere mit den Symbolen auf der Zeus-Statue. Ich würde jetzt mal sagen, die Statue ist eher da drin. Also muss ich nur den Eingang finden. Oder muss ich da ganz hoch? Keine Ahnung. Ich würde hier reingehen. Ja, da ist sie. Oh, okay, ich hätte auch oben drüber gehen können. Unglaubliche Kunstfertigkeit. Viel besser als die Statue auf Kefalenia. Naja. Ich sollte zurück, damit Phidias die Botschaft entschlüsseln kann. Okay. Sorry, ich gehe wieder raus. Ich weiß auch nicht, warum da so viele Nebenquests auf einmal waren. Ich hasse das, wenn der immer hier so drüber läuft. So. Oh cool, hier sind Kessel für Zaubertränke. Wow, da bin ich wohl in den Flammen gelandet. Aber war ja wohl nicht schlimm. So, danach gehe ich, glaube ich, in diese Festung. Also, was stand in der Nachricht? Hast du die Informationen, die du wolltest? Auf gewisse Weise ja. Die Nachricht, die du mir gabst, habe ich um meinen Stab gewickelt. Du hast sie um deinen Stab gewickelt? Ja, um die Skitale. Ein kluges Werkzeug. Nur die richtige Nachricht passt zum richtigen Stab. Wickelt man das Tuch um sie, offenbart die Nachricht ihr Geheimnis. Ja, sehr interessant. Und was hast du rausgefunden? Eine Wegbeschreibung. Spann mich nicht auf die Folter. Was steht drin? Eine Auflistung von Statuen und das noch etwas. Aber es ist unvollständig. Denkst du, die vollständige Nachricht wird sich enthüllen, wenn alle Statuen besucht wurden? Ich vermute schon, ja. Jemand hat sehr viel Aufwand betrieben, um das Ganze geheim zu halten. Vielleicht enthüllt die Nachricht denjenigen, der mich aus dem Weg schaffen will. Wirst du helfen? Ja. Sag mir, was ich tun soll. Hier werden 3 Orte aufgeführt. In jeder Region gibt es eine bekannte Statue. Vermutlich finden wir dann bei jeder dieser Statuen einen Hinweis. Ja, doch du wirst weit reisen müssen. Die Statuen sind überall verteilt. Eine befindet sich auf Kythera, eine auf Thassos und eine auf Samos. Okay, da war ich überall noch nicht. Ich mache mich auf den Weg. Es wird eine Weile dauern. Natürlich. Ich bin gespannt herauszufinden, wohin all das führt. Genau wie ich. Pass auf dich auf. Du auch. Und komm wieder, sobald du die Hinweise hast. Keine Sorge, das werde ich. So, jetzt werden wir mal gucken. Die Quest mache ich bestimmt jetzt nicht. So, ich gehe jetzt erstmal
dahin und such noch das Orakel, damit dieser Ort mal abgeschlossen ist. Gut, jetzt habe ich schon eine leichte Aufgabe. Mehrere Quests aber wieder das, angenommen. Was die Nachricht enthält, könnte wichtig sein. Ja, wie cool das hier aussieht. Ich möchte jetzt hier einmal rein und schwimmen. Kann man hier tauchen? Nee, leider nicht. Aber so schön mit dem Blumenblättern. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute hier wussten, wie man lebt. Immer so relaxen, feiern, gutes Essen, gutes Trinken. Och, ich will da jetzt hin. Wäre auch einfach fast. Diesen Stein gekommen. Weil ich würde jetzt gerne hier oben rumlaufen. Das Gefühl habe, hier oben könnte das Rätsel rumliegen. Auch wenn das dann nicht in echt so ist, dann ist das halt so. Das war das Problem, deswegen hatte ich das noch nicht. Oder muss man da doch in die Höhle rein? Ja, ich weiß, ich mache da keine richtige Quest. Und ich gehe auch gleich da erstmal zu diesem Schnellreiseding. Bevor ich hier weitermache. Mann. Ja, das kann ich dann auch noch später machen. Aber warum gibt es dieses Rätsel nicht? Was soll das? Na komm, dann gehen wir hier hin und machen noch das Fragezeichen. Wir reiten auch am besten. Und danach versuche ich dann nochmal eine Nebenquest zu machen. Das würde mich jetzt schon interessieren. So. Hier ist noch das. Okay, das ist da auch einfach nur so ein Holzding. Ikaros Horst. Da runter hier. Ort synchronisieren. Geht jetzt dahin. Gut, dann geht jetzt hier wieder raus und wir reiten weiter. Och nein, wo ist denn jetzt mein Pferd? Das läuft gerade durchs Wasser. Okay. Ja, egal, es ist wenigstens sauber. Übrigens ist jetzt kein Witz. Ich war heute Morgen joggen, weil ich dachte, das Wetter ist gut. Und meine Haare waren nicht mal so ganz fresh. Und dann habe ich gesehen, im Internet, man kann so eine Haarkur einfach reinmachen. Dann sieht das aus, als wenn man so ein
So ein Sleeky Zopf. Ach, keine Ahnung, dieser Zopf halt. So ein Zopf, der so eng anliegt. Dann habe ich das gemacht und habe mir quasi Spülung in die Haare geklatscht. Komm schon. Und dann hat es geregnet. Und dann wurde der Regen immer mehr, obwohl eigentlich kein Regen angesagt war. Also das hat mich eigentlich schon hart angekotzt. Aber dann dachte ich mir, wasche ich jetzt meine Haare, weil ich habe quasi Spülung reingemacht gehabt schon vorher. Und jetzt hatte ich quasi Spülung da drin. Und wenn dann Regen kommt, ist das dann eigentlich wie eine Dusche? Also Spülung ist jetzt ja nicht sowas wie Shampoo, aber irgendwie so ein bisschen sauber machen die Haare, glaube ich, schon. Aber keine Ahnung, was dann war. Ja, geht auch in Deckung. Ja, dann komm, dann töte ich dich jetzt. Attentat töte ich jetzt. So, kann doch jetzt gern der Nächste kommen. Ja, kommt auch der Nächste, ist mir doch egal. Und Attentat. Oder auch nicht. Im Busch tot. Eigentlich wollte ich das ja eigentlich nur machen, um zu speichern. Oh fuck, jetzt kämpfen hier 1 Milliarde Menschen mit mir. Da habe ich jetzt aber auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Oh, den muss ich aber jetzt hier töten. Ach, das ist das, wo... Oh nein. Ey, wie viele Leute greifen mich jetzt an? Da habe ich jetzt echt gerade gar keinen Bock mehr drauf. Hau ich erstmal bitte wieder ab. Ich kann ja gleich dann noch hinkommen. Jetzt breche ich hier halt wieder ein. Aber eigentlich würde ich nur mal gerne speichern. Und was ich jetzt hier gemacht habe, war auch schon krass. Hallo, mein Pferdchen. Ich kann jetzt leider nicht mitnehmen, sonst stirbst du auch noch. So, jetzt kann ich glaube ich auch speichern. Ja, perfekt. Na, dann kann ich jetzt vielleicht erstmal die Schätze und so machen. Die suchen mich jetzt auf jeden Fall, also gehe ich jeden Fall jetzt hier unten, slide ich jetzt hier rein. Oh, ist hier eine Raubkatze? Ja, ich glaube schon. So, wo sind die jetzt? Okay, hau ab, ist halt egal. Hau ab, du hast ein bisschen was geschafft. Du kannst gleich wiederkommen, um die zu töten. Aber jetzt gerade echt geht das eigentlich gar nicht. So ein bisschen muss sie sich jetzt mal aufladen. Komm, lad dich auf, lad dich auf, lad dich auf. Okay, dann kann man jetzt auch speichern. Perfekt. So, jetzt kann ich mich irgendwie anschleichen
und die nochmal irgendwie töten, Attentaten. Hast du was zu melden? In Ordnung. Ja, dann geh doch hier hin. Wenn du das weißt. Das muss von dort gekommen sein. Perfekt. So, jetzt muss ich nur noch mal einmal zurück. Weil ich den noch töten muss. Perfekt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Befehlshaber habe. Nee, habe ich nicht. Einer fehlt noch. Jetzt gucke ich mal. Ja, jetzt speichere ich noch. Jetzt ist noch der, der da ist. So, den versuche ich jetzt noch heimlich zu erreichen. Okay, perfekt. So, dann mache ich jetzt. So, jetzt habe ich hier in dem Ort, wenn ich da wenigstens alles habe, dann versuche ich jetzt dahin zu gehen. Da gehe ich hier von hin. Und dann mache ich doch mal Quests in Olympia. Aber das ist dann der nächste Part, weil dieser Part ist jetzt hier vorbei. Und wir sehen uns dann gleich. Bis dann, ciao.